Liebe Brigitte, danke, dass du dich heute zur Verfügung gestellt hast, mit mir über deine Ausbildung zu sprechen. Meine erste Frage, die ich an dich habe, ist: Wer ist dein Lieblingsmensch? Mein Lieblingsmensch ist mein verstorbener Mann. Der ist vor gut 1,5 Jahren verstorben. Ich bin jetzt bei dir seit 14 Monaten in etwa. Ich bin jetzt in der Masterclass. Ja, und wenn es nicht so erfolgreich wäre, dann wäre ich nicht in der Masterclass. Das freut mich sehr. Nochmal zurück zur Basisclass. Das heißt, du hast auch die betreute Variante von Basis- und Ja. Masterclass gehabt. Hast du denn oder wie hast du denn für dich gelernt, mit deinem verstorbenen Mann zu kommunizieren? War es für dich einfach über die Ausbildung? Ja, also ich habe schon gewusst, dass es das gibt. Also mir war das klar. Und was ich gelernt habe, ist einfach, dass man die Zeichen immer mehr verstanden hat. Die waren ja schon vorher da. Also die waren eigentlich gleich nach dem Tod von meinem Mann, waren die Zeichen da, aber man hat es nicht wirklich deuten können und auch nicht richtig erkennen. Und das habe ich einfach in der Basisklasse wirklich gelernt. Also ich konnte mit ihm kommunizieren, wir haben ein bisschen Zwiegespräch und ich habe jetzt inzwischen auch das Gefühl, also von der Berührung. Und ja, bin einfach sicher, er ist da, er ist einfach bei mir. Du hast ja, glaube ich, noch die Besonderheit, dass er mit deinem Staubsauger auch Ja, rumhüpft. das habe ich immer nur, ich wollte es nur nicht so. Das Das ist er, also. ist natürlich was ganz Besonderes, aber das ist ja auch das, was in der Basisclass oder auch in der Masterclass nachher nochmal mitbehandelt wird, dass es sowas wie mentale und wie paranormale Zeichen gibt. Und wir sind natürlich glücklich, wenn auch die Verstorbenen paranormale Zeichen geben, ja. Das ist super. Ich habe immer mal ja Antwort. Also wenn ich frage, mal ja. Sehr schön. Was, Brigitte, war dein größter Gewinn aus jetzt aus der Basisclass? Die Masterclass läuft ja. Also der größte Gewinn ist einfach dieses Gefühl, dass da noch wirklich was gibt. Man hat es ja immer ein bisschen geahnt, gefühlt, gehofft. Aber jetzt bin ich überzeugt davon. Die Trauer ist nach wie vor da, ist aber durch diese ganze Unterrichtsstunden und Lektionen ganz anders geworden. Die Trauer hat sich verändert, sehr verändert. Dann für mich selber, also ich habe Ruhe in mir gefunden, ich bin wieder zu mir gekommen, das ist ja auch nochmal wichtig. Und ich merke, dass mein Mann auch lernt. Der kann immer mehr. Genau. Lernt ja mit. Das ist ja auch das, was die wenigsten verstehen. Es geht ja, das ist wie wenn man mit einem Hund in die Hundeschule geht. Das ist eigentlich nicht für den Hund, sondern fürs Herrchen, verstehst du? Und hier ist es so, dass wirklich beide Seiten voneinander, miteinander lernen. Und weil nicht jeder, der in der geistigen Welt ist, hat ja sich vorher auch übers Jenseits Gedanken gemacht oder hat tatsächlich schon gewusst, wie man denn kommuniziert. Das heißt, sie lernt es natürlich auch mit uns und mit dir lernt ja auch dein Mann. Es gibt ja ganz viele, die auch ihren geliebten Ehepartner verloren haben, die Kinder verloren haben, Eltern verloren haben. Für mich das Wichtigste in den Ausbildungen ist ja nicht, dass du einen Menschen verlierst, sondern dass du den wirklich liebst, um diese Ausbildungsform überhaupt durchhalten zu können, weil du musst ja jeden Tag mit ihm arbeiten. Was würdest du Menschen empfehlen, die jemanden verloren haben, oder beziehungsweise wie würdest du diese Ausbildung empfehlen und warum? Sie ist heilsam, unbedingt. Wenn man mit Liebe, mit dem Verstorbenen verbunden ist, unbedingt die Ausbildung machen. Bringt einfach, ja, heilsam. Absolut heilsam. Und ich glaube, für beide Seiten. Ja, natürlich. Es ist ja immer, wir sehen es zwar immer nur aus der menschlichen Perspektive, aber es gibt ja auch die seelische beziehungsweise die geistige Welt und da ist es natürlich auch heilsam. Brigitte, mein Engel, was würdest du abschließend noch ergänzen zu deiner Ausbildung, zu dir? Zum einen zu dir, dass du das einfach super machst. Also, man fühlt sich richtig aufgehoben. Also, das ist wirklich, und was mir auch wichtig war, also, dass du bodenständig bist, nicht irgendwie so
in himmlischen Sphären rumschwirrst, sondern wirklich bodenständig, dass man das Ganze ja, dass das glaubhaft ist. Und ja, wie gesagt, jedem zum Empfehlen, der mit Liebe verbunden ist, mit egal, Kind, Mann, Eltern, unbedingt die Ausbildung machen. Sind meine Abschlussworte. Brigitte, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe und Unterstützung. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in der Masterclass und du wirst sehen, da geht noch viel mehr. Hoffe. Ich danke. Alles. Danke.